Ich mach Facebook auf. Ich lösche alle meine Freunde. Ich installier MySpace. Ich zieh die Die Hose auf, die Hose zu, Ofen auf, Ofen zu, Mund auf, Mund zu, Pizza rein. Hgich.t oder wie auch immer man das nennt. Aber mich hat's erfrischt. Irgendwie für mich, was deutschsprachige Musik angeht, schon ein Ding, was eine eigene künstlerische Identität mitbringt. Das ist großartig, endlich normale Musik. Uns gefällt es sehr, wenn es auf Deutsch gesungen wird, weil wir den Text verstehen. Du findest es wahnsinnig. Wahnsinnig scheiße, fand ich das. Ganz schlimm. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass man sich selbst Künstlerkollektiv oder Performance-Kollektiv nennt. Das finde ich nicht gut. Und da möchte ich auch, dass ihr das nicht tut. Aber ich bin gerade abgelenkt, weil das einfach zu gut ist. Ich bin nicht offen für sowas zurzeit. Tut mir leid. So leichte Marschmusikeinflüsse. Das gefällt mir auch sehr. Entschuldigung, no offense, auch nichts Persönliches. Ihr seid bestimmt total nette Typen und so und echt kreativ und Künstlerkollektiv. Ihr nennt euch ja nicht mal Band, ist ja wahrscheinlich auch richtig so. Aber mein Geschmack hat es gar nicht getroffen. Ach, wie heißt das Album? Mega Bobo oder was? Mega Bobo ist halt auch einfach schon der beste Albumtitel. So. Leider seid ihr der Chef des Tages. Es enthält wirklich eine Message. Ne? Die kam bei mir an. Das ist auch wirklich so, finde ich, Punk für mich. Also, obwohl die manche, die Texte verstehen, sowieso nicht verstehen, worüber die singen, denke ich, dass wir am meisten verstehen, weil es passt unsere destruktive Natur. 10 Punkte. Auf jeden Fall 10 Punkte. Ich gebe auf jeden Fall 10 Punkte. Yeah. 30 Punkte. Quersumme aus 10 plus 3 minus dem Durchschnitt. Ich liebe das alles und ich kann Keyboard spielen. Ich habe, wenn ihr einen Keyboarder sucht, ich würde sofort einsteigen bei euch. Also ich würde sogar eher 5 gehen, weil ich muss dann doch noch meine... Ja. Holt mich raus aus dieser scheiß Antilopen-Gang. Ich will auch Mega-Bobo. Hilfe, ich bin hochbegabt. Ich kann nicht so weiterleben. Ich geb keinen Ficke, die Fuck, es macht Klicke, die Klack. Ich komm mit meiner Klick, es macht Chick-Klick, Brack. Homie. Es wäre ihm damals wirklich peinlich gewesen, Kurt mit seinem profanen Mist anzukommen.